Hi, hallo und herzlich willkommen heute zu einem Community-Video. Ich habe euch im letzten Versus den Smart Holder von HZ vorgestellt und verglichen mit dem Toolcheck Plus. Das Video verlinke ich euch auch. Und dann sind ein paar ganz tolle Kommentare reinkommen zu anderen tollen Bitsets. Und die wollen wir uns heute anschauen. Ich habe selber noch einen oben drauf gesetzt und habe ein ziemlich umfangreiches, aber doch kompaktes Set gefunden. Und um das soll es heute gehen. Schon kann es losgehen. Nichts riskieren. Abonnieren. Ja, wer ist schuld? Der Plan C. Ja, wenn man schuld sagen mag, der hat wieder einen tollen Input geliefert. Und zwar hier ein Top-Tool. Das kennt ihr vielleicht. Auch ein Community-Video. Sexy Nadir sucht Hilfe. Da haben wir schon ein anderes Top-Tool entdeckt. Aber das soll es nicht gehen. Es geht heute um den tollen Bitset GADW3401. Den gibt es auf eBay. Verlinke ich euch auch unten wie die anderen Sachen. Also, wirklich coole Sache, klein und kompakt. Und da schauen wir gleich mal rein. Da ist nämlich einiges drin von T6 bis T10, der erste mit Loch-Sicherheitsbit, ein BO bis hin zu T40, eine Verlängerung und dann Philips 1, 2x2 und 3 und dann 1, 2, 3, 4, 5. Tolle, ja, Schlitzschraubendreher, eine Kupplung sogar für Steck. Schlüssel, ein Viertel Zoll und da unten von Mini-Bini ein Zweier bis hoch, das müsste ein Achter sein. Ja, so schaut es aus. Und dann auch noch Potsi 1, 2 und 3 mit dabei. Und das Tolle ist diese Bitrate. Ja, die hört sich gut an, die kann man umstellen und die hat hinten im Griff auch einen Einsatz zum Schrauben und hier mehrere Stufen verstellbar. Also hat man so für so Medium Drehmoment alles dabei in der Größe für die Heavy Duty Sachen und für schnelle kleine. Also richtig cooles Tool. Vielen Dank dafür und gar nicht so teuer, um die 30 Euro. Damit kann man echt was anfangen. Also echt coole Sache. Es gibt es auch von Farcom in so einer Schachtel. Da ist es ein bisschen teurer dann, wie immer. Ist aber jetzt nicht hier. Das hier ist noch ein anderes. In dem von Farcom sind uns sogar auch noch auf der Seite ein paar Steckschlüssel oben. Ja, das hier, das kennt ihr ja vielleicht auch. Das ist auch ein tolles Set. Und da ist nämlich diese coole Rotary Bit-Ratsche beziehungsweise ein Viertelzoll-Ratsche mit dabei, ein Handgriff und dann auch hier alles, was das Herz begehrt an Bits, Verlängerungen, Kardangelenk und so weiter. Also von kleinen Geldbeutel gibt es hier was. Wer internationale Garantie braucht, der ist hier gut aufgehoben und ich verlinke es euch mal, dann könnt ihr euch das selber anschauen. Also gut, und dann hat man hier noch das tolle Smart Holder Set von HZ, das so schön aufgeht. Und dann habe ich gesucht, weil mir taugt es schon auch, ja, mit auch einer Bitrate hier. Schauen, dass ich die rauskriege. Flüsterleise und eine Magnethalter hier drin, auch eine coole Sache. Und natürlich so einen tollen Bajonettbithalter. Und dann 6 Bits mit dabei. Steckschlüssel und einiges an Bits, auch lange 50er und 25er. Schaut mal, verlinke euch auch nochmal das Video. Also, nicht am Beam das Gerät. Und jetzt hier, das hat mir taugt, das kostet zwar auch den einen oder anderen Euro, aber das ist eine coole Sache. Und wenn wir mal hier schauen, da sehen wir schon, was dabei ist. Auch wieder einiges. Und das Tolle ist, den mal aufmachen, also außen gummiert und dann innen. Alles, was das Schrauberherz begehrt, eigentlich in nur einem Set. Und das Tolle ist, man kann das hier so aufstellen. Da hat man für die Werkstatt eigentlich alles, was man braucht. Machen wir mal das hier her und ändern die Kameraperspektive dann nachher. So, da hat man auch wieder Bajonettverschluss und dann hier auch eine Bitrate für die 6,35er Bits. Auch schön leise. Die kann man umstellen. Hinten gummiert mit Durchsteckloch. Dann einen normalen Magnethalter haben wir dabei. Auch eine coole Sache. Und dann eben nicht den Magnetgriff, sondern auch wieder den mit dem Bajonettverschluss. Und dann ganz viele Bits, 50er, 25er. Und hier, muss ich selber schnell schauen, bis hier sind es 40, 80er. Also
Echt Wahnsinn, da kann man richtig schrauben. Ja, die sind auch schön farblich markiert. Philips in Rot und da ist dabei 1, 2 und 3 Philips. Und dann Schlitzschrauben, Schraube in Gelb und Torx, ja auch wieder von 10 weg oder da sogar noch kleiner. Was sind das für eine? Schreit auch nach 6, jawohl. Und auch ein Aufsatz BOS, ein Aufsatz für Stecknüssel und dann hier auch Torx Winkelschrauber. Also das ist das rundum glücklich Set, wenn es um Bits geht. Da ist echt viel, viel drin. Deswegen wollte ich euch das nicht vorenthalten. Richtig coole Nummer, finde ich, ergänzt die Werkstatt super. HZ hat einfach auch tolle Sachen. Ja, das war es eigentlich schon wieder vom Community-Bereich. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr lasst mir einen Link da. Abo habt ihr eh schon. Und dann bis bald. Ade, wasche.